Der 9. November 1989. Mein Ziel bleibt die Einheit unserer Nation. Steht für einen politischen Wendepunkt und die Freiheit von gut 16 Millionen DDR-Bürgern. Alles beginnt nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Siegermächte spalten Deutschland auf in vier Sektoren. Auch Berlin wird unterteilt. Anfangs können sich die Menschen noch frei bewegen zwischen den Grenzen. Viele kehren der schwächelnden DDR jedoch den Rücken zu. Am 13. August 1961 reagiert die DDR schließlich und sperrt ihre Grenze zum Westen. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Eine Lüge. Den DDR-Bürgern wird die Freiheit entzogen, in vielerlei Hinsicht. In Berlin entsteht eine 167 Kilometer lange Mauergrenze. Wer versucht zu fliehen, auf den wird mitunter geschossen. Trotzdem riskieren es viele. Allein in Berlin gelang zwischen 1961 und 1989 über 5000 Menschen die Flucht. Doch nicht wenige bezahlen den Fluchtversuch mit ihrem Leben. Ende der 80er wird der Unmut der Bevölkerung größer. Die Menschen fordern freie Wahlen und eine dauerhafte Reisefreiheit. Am 9. November 1989 schließlich werden die Forderungen des Volkes erhört. Die DDR öffnet wieder alle Grenzen nach über 28 Jahren. Die Mauer in Berlin ist dennoch an einigen Ecken präsent, als Zeichen der Geschichte und als Symbol für Einigkeit und Recht und Freiheit.